Danke. Kapitel 3. In Kapitel 8, ET 1, haben wir schon ein bisschen geschaut, was für eine Auswirkung eigentlich Lorentz Graf auf Ströme, aber Ströme innerhalb von geraden Leitern oder auf Zylinderspuren oder auf Toroid. Aber jetzt, wir wollen genau nochmal eingehen in den mikroskopischen Bereich, in den Teilchen hinein oder in den Atomen hinein. Wie ist eigentlich diese Lorentz-Graf? Was macht die Lorentz-Graf, als sie auf die Teilchen eine Kraft ausübt? Lorentz-Graf, Bewegung geladener Teilchen im konstanten magnetischen Feld. Also hören Sie, wir sind noch Glück. Wir haben noch Glück, wir besprechen nur konstante magnetisches Feld. Also nicht unkonstante, also homogenes magnetisches Feld. Alles klar? Okay. Onkel Nico, lesen Sie den Paragraph. Die Lorentz-Graf. Auf einen geraden Strom durchflossener Leiter wird im magnetischen Feld die Kraft F gleich I mal L Kreuz B, Elektrik 1, Text 8. Diese Kraft greift an den Ladungsträger an, die sich mit der mittleren Geschwindigkeit V, nämlich Driftgeschwindigkeit, durch den Leiter bewegen. Stopp, habe ich schon mal Driftgeschwindigkeit erzählt? Natürlich, die Formel habe ich nicht behandelt, ich werde auch nicht fragen, wie man die Driftgeschwindigkeit berechnet. Wenn ich überhaupt frage, dann gebe ich Ihnen die Formel in der Klausur, keine Angst. Aber erinnert sich, dass die Driftgeschwindigkeit eines Elektrons ist eigentlich sehr langsam. 0,0001 Millimeter pro Sekunde eigentlich bewegt sich das Elektron. In unserem Leiter, das ist verdammt langsam. Deshalb habe ich Ihnen einmal gezeigt, ich glaube, Nico mit anderen Kollegen haben mir geholfen, mit ich habe diese Wechselspannung gemacht, ja, und dann habe ich immer korrigiert, damals habe ich gesagt, Nico zum Beispiel die Lampe, diese Richtung von Strom hin und her, bewegt, dass die Lampe an ist, weil ich wandle die Energie von elektrischer Energie in kinetische Energie um und dann dort leuchtet die Lampe an. Das stimmt aber nicht mehr, erinnern Sie sich damals, weil die Driftgeschwindigkeit so langsam eigentlich ist, die kinetische Energie reicht nicht aus. Das heißt, damals habe ich in den ersten Jahren meiner Karriere hier, ich habe etwas Falsches eigentlich erzählt, obwohl alle Lehrer, viele Lehrer haben das immer noch benutzt, dieses Bild, aber ist eigentlich falsch. Erinnern Sie sich, ja? Okay, genau dieselbe Driftgeschwindigkeit spricht man dann nochmal heute. Formel, merken Sie, welche ist die skalare Größe, L oder I, wenn Sie die Formel anschauen? I, skalare Größe. Das heißt, merken, L Kreuz B, das ist hier nicht I, das ist L. I ist ein bisschen so groß geschrieben wie mit so Happen oben und unten. L Kreuz B, ist das richtig, wenn ich schreibe, F ist gleich I B Kreuz L? Das geht nicht. Bei beim skalaren Produkt, heute Morgen, A Punkt B ist gleich B Punkt A, erinnern Sie sich. Mhm. Aber beim Vektorprodukt A Kreuz B ist nicht B Kreuz A. Deshalb hier L Kreuz B ist nicht gleich B Kreuz L, meine Damen und Herren. Sie müssen das merken. Das ist nicht kommutativ. Gut. Jetzt wir wollen in einem einzelnen Element betrachten, wobei ich diese I und L immer noch benutze, aber I mal DL, das heißt ein sehr kleines Segment von L, nicht die ganze Länge von Leiter, sondern nur ein kleines einzelnes Element, wo atomares Elektron gerade da ist. Ich betrachte das IDL. Und IDL kann ich dann so umschreiben, I ist dq nach dt, stimmt's? Habe ich recht? I ist gleich dq nach dt oder dq geteilt durch dt, habe ich recht? Und dl bleibt dl. Und hier dieser Punkt ist kein Punktprodukt, ja? Das ist nur eine einfache Multiplikation mit einer skalaren Größe, I. I ist skalar.
Das heißt, heute Morgen haben Sie gelernt, Skalarprodukt ist nicht gleich Multiplikation mit einer Skalar. Okay, dq geteilt durch dt mal dl. dq bleibt dq, dl geteilt durch dt ist? Geschwindigkeit. Und genau das ist die Driftgeschwindigkeit. Wenn das so ist, dann unsere Formel hier kann man eigentlich umschreiben mit Hilfe von df, weil ich habe nur ein kleines Segment von Länge betrachtet. So die Kraft ist auch eine sehr kleine Kraft auf diesem Segment nur gedacht. Df ist gleich dq mal, also nicht Punktprodukt, ja, mal v kreuz b. Wenn ich dann alles summiere, integriere, Integral auf der linken Seite, Integral auf der rechten Seite, dann habe ich fl ist gleich 2v kreuz b. Haben Sie Frage? Das ist die andere Formel von Lorentz Kraft. Aber die Formel von Lorentz Kraft, die nur auf einzelnes Teilchen bewährt. Aber Nico, lesen Sie. Aus der gleichen Form, dass die Lorentzkraft nur dann wirkt, wenn sich die Ladung bewegt. Dabei ist es gleichgültig, ob sich die Ladung in einer Leiter oder frei im Raum bewegt. Falls sich die Ladung senkrecht zum Magnetfeld bewegt, gibt die Gleichung F Lorentz oder FL Lorentzkraft gleich Q mal V mal B. Eigentlich stimmt nicht. Stimmt nicht so ganz. FL ist eigentlich Q mal V mal B mal Sinus zwischen V und B. Aber weil sie senkrecht zueinander sind, was passiert? Sinus 90 Grad ist 1, dann bleibt QVB. Alles klar? Genau das passt mit heute Morgen. Darum habe ich Sie gebeten, heute Morgen das Buch mitzunehmen. Weil das passt zusammen. Ja? Ich denke, ich brauche das nicht mehr zu erklären. Wenn das jetzt dieses Zeichen positiv zum Beispiel ist, wenn das Zeichen positiv, zum Beispiel das ist ein positives Zeichen, Magnetfeld wirkt gerade nach oben, Teilchen dreht jetzt in diese Richtung, rechte Hand oder linke Handregel sollen Sie anwenden, wenn das Zeichen positiv ist, rechte Hand. Wie war das damals? In dieser Richtung, Magnetfeld in dieser Richtung, Teilchen nach da, Magnetfeld in diese Richtung, stimmt das? Was für ein Teilchen ist das hier? Weil das ist falsch. Stimmt's? Magnetfeld nach oben, Teilchen nach da und sollte eigentlich die Lorentzkraft nach da. Ja? Es sei denn, das ist Elektron. Ah, das ist Elektron. Wenn Elektron, ist das wahr? Ja, linke Hand nach da, Magnetfeld nach oben. Hier ist nicht Proton, das ist Elektron, deshalb müssen Sie linke Hand regeln. Bewegung nach da, Magnetfeld nach oben, Zentripetalkraft. Deshalb bewegt sich jetzt das Teilchen auf einer Kreisbewegung, wenn das Magnetfeld groß genug ist. Wenn das Magnetfeld aber nicht groß genug ist und das Teilchen ist schon ausgetreten von der Magnetfeld, natürlich, die Bewegung ist nur ein Kreissegment oder ein Kreisschnitt, aber nicht die ganze Kreisbewegung, nur vielleicht kleine Kurve. Okay. Hier nochmal. Ich werde das nicht mehr erklären, weil wir haben schon die Grundlage sehr gut gekonnt. Und wenn das tatsächlich als Lorentzkraft steht, dann darf man doch eigentlich gleichsetzen mit dem Betrag von Lorentzkraft mv² geteilt durch r. Was bedeutet das? Ich kann dann den Radius berechnen. Der Radius ist einfach m mal v geteilt durch u mal b. Alles klar? Okay, aber nochmal, schalten Sie bitte erstmal aus. Wir wollen eine Übung machen. Danke.